Gut, ja, auch von mir aus nochmal herzlich willkommen. Wie gesagt, mein Name ist Michael Unterberg von der Hamburgischen Investitions- und Förderbank. Ich bin dort tätig als Produktmanager in den Bereichen Wirtschafts- und Innovationsförderung. Das bedeutet, also meine Tätigkeit dort umfasst vor allen Dingen die Vorbereitung, Entwicklung und Einführung von neuen Förderprogrammen. Wir sind im Moment ganz gut beschäftigt im Zuge von Corona, sind aber trotzdem sehr glücklich und sehr froh, dass wir jetzt den Start des Förderprogramms Hamburg Digital verkünden können. Da gab es ja auch eine entsprechende Presseinformation durch die Behörde, den Senat. Wir haben seit letzter Woche die Förderrichtlinie online auf unserer Seite und haben ja auch seit heute das erste Modul für Anträge geöffnet. Und wir sind sehr dankbar für die Einladung des Kompetenzzentrums Mittelstand 4.0, dieses Webinar durchzuführen, dem Programm entsprechend in digitaler Form. Wir hoffen, dass das jetzt heute auch mit wir möglichst vielen Interessierten die Möglichkeit geben können, Informationen zu dem neuen Programm zu bekommen, aber auch ihre Fragen zu platzieren. Wir haben uns dafür anderthalb Stunden insgesamt Zeit genommen. Meine Präsentation, denke ich mal, wird so 20, 30 Minuten dauern, indem ich das Gesamtförderprogramm einmal vorstelle, die, sage ich mal, Bedingungen der Förderbedingungen, thematische Schwerpunkte des Programms, da werde ich einmal durchgehen. Wie von Herrn Neumüller angekündigt, wird es dann danach die Möglichkeit geben, gestellte Fragen, die ja parallel auch im Chat gestellt werden können, zu beantworten. Hierzu habe ich noch Verstärkung dabei aus der IFB. Zum einen Frau Oesterer vom Beratungszentrum Wirtschaft. Die wird die ganzen Fragen, die praktisch sich um die Abgrenzung des Programms zu anderen Förderprogrammen auf Bundesebene, aber auch zu anderen Förderprogrammen, die es hier in Hamburg gibt, um Fragen, die sich darum drehen, wird sie Rede und Antwort stehen. Und ich habe auch Frau Löwendorf mitgebracht. Frau Löwendorf ist die Programmverantwortliche für das Programm in unserer Abteilung Wirtschaft, die dann praktisch das Programm operativ betreut. Die wird auch zu Detailfragen bezüglich der Antragstellung etc. alles, was ich in meiner Präsentation nicht in der Detailtiefe, wie es vielleicht notwendig ist, darstellen werde, da können wir dann noch mal ein bisschen tiefer abtauchen. Grundsätzlich möchte ich an der Stelle noch mal darauf hinweisen, wir haben jetzt gerade das Programm gestartet. Wir haben zwar Erfahrungswerte aus anderen Bundesländern, wie solche Programme nachgefragt werden, was für Fragestellungen in dem Programm auch auftauchen können. Trotzdem ist es uns sehr daran gelegen, dass wir im Rahmen dieses Webinars und auch nachfolgend Fragen von Ihnen als potenzielle Fördernehmer und als Berater, die ja auch eine Rolle in dem Programm haben, aufnehmen und dann auch in entsprechenden Kommunikationsunterlagen, die wir dann auf den Webseiten bei uns oder beim Kompetenzzentrum hochladen, also Q&As, nochmal Klärungen zu bestimmten Fragestellungen, dass wir das dann auch aufnehmen können und in den nächsten Tagen und Wochen dann dementsprechend auch veröffentlichen können. Unser Wunsch ist es eben, dass wir hier jetzt ein Förderprogramm haben, das auf der einen Seite viele Fördernehmer nutzen können und auf der anderen Seite auch wir in der Bearbeitungszeit keine Frustrationen schaffen. Das heißt, dass wir schlank und schnell bearbeiten können und dann entsprechend auch Förderbescheinigungen ausstellen können. Das soweit als Vorrede. Ich würde jetzt mal einsteigen in die Präsentation. Vielleicht mal die erste Folie, da sehen wir so ein bisschen, wie die Präsentation aufgebaut ist. Könnten wir die nächste Folie sehen? Ja, genau. Also wir haben uns das so vorgestellt, dass wir erstmal, also ich werde erstmal das Zuschussprogramm grundsätzlich darstellen, wer was wann, was wird gefördert, wie sieht der Zeitplan aus, wer wird gefördert, dann Details zu den geförderten Maßnahmen in den zwei Modulen. Und dann nochmal dezidierter auf den Antragsprozess eingehen. Wir haben hier bei dem Hamburg Digital
einen voll elektronischen Antragsprozess. Das ist für uns, zwar haben wir da ein paar Erfahrungen inzwischen auch gesammelt mit der Corona-Soforthilfe, die ja vielleicht einigen Begriff ist im letzten Jahr, aber auch weitere Förderprogramme, die wir schon rein elektronisch die Anträge entgegengenommen haben. Das haben wir hier jetzt zur Anwendung gebracht, dass wir auch diesmal einen elektronischen Antragsprozess bereitstellen können. Wir hoffen, dass das entsprechend schnell und einfach dann auch die Antragsstellung unterstützt. Allerdings hat so ein elektronisches Antragsprozess immer seine Tücken, auch gerade am Anfang. Aber wir werden jetzt die Grundlagen heute einmal hier vorstellen. Wenn es dazu dann auch detailliertere Fragen gibt, können wir die dann im Nachgang gerne beantworten. Dann haben wir noch einen weiteren Punkt zu weiteren Fördermöglichkeiten. Da wird dann Frau Oesterer noch mal was dazu sagen vom Beratungszentrum Wirtschaft. Da geht es darum, einfach noch mal zu verstehen, wie sich dieses neue Förderprogramm einpflegt in die gesamte Förderlandschaft zum Thema Digitalisierung, die für Hamburger Unternehmen verfügbar ist. Und im letzten Punkt werden wir dann nochmal auf die Beratungsmöglichkeiten rund um das Programm eingehen, die es bei der IFB, aber auch beim Kompetenzzentrum geben wird. Und dann steigen wir dort auch in die Fragen und Antworten ein. So, dann würde ich mal einsteigen mit der Übersicht zum Programm. Nächste Folie bitte. Der Hamburg Digital ist ein Zuschussprogramm, ähnlich wie es auf Bundesebene auch das Digital Jetzt Programm gibt, das einige von Ihnen wahrscheinlich kennen. Da werden wir zu der Abgrenzung, werden wir auf einer späteren Folie noch mehr sagen. Das lasse ich jetzt hier mal ein bisschen außen vor. Aber der Hamburg Digital richtet sich grundsätzlich an Hamburger Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler. Das generelle Ziel ist die Förderung der Digitalisierung im Hamburger Mittelstand und die Erhöhung auch der IT-Sicherheit bei der zunehmenden Digitalisierung von Geschäftsprozessen, von Geschäftsmodellen, von grundsätzlichen Kommunikationswegen zum Kunden, zu anderen Unternehmen. Die Förderung ist in zwei Module aufgeteilt. Es gibt ein Modul 1 mit dem Namen Hamburg Digital Check. Das ist eine Beratungsförderung. Über dieses Modul sind externe Beratungskosten zum Thema Digitalisierung förderfähig. Wir haben hier einen maximalen Tagessatz von 1.100 € netto, die gefördert werden können. Und wir lassen hierbei nur Beratungsdienstleister im Moment zu, die für das Bundesprogramm Go Digital gelistet sind. Da sage ich nachher noch ein bisschen was zu. Das Modul 2 ist das Modul Hamburg Digital Invest. Hier geht es um die Förderung von Investitionskosten, die bei der Umsetzung von Strategien und Konzepten der Digitalisierung in Unternehmen entstehen. Hier fördern wir die, wie gesagt, Investitionskosten. Im Zuge der Gestaltung des Programms haben wir eine sogenannte Positiv- und Negativliste erstellt. Da haben wir uns auch ein bisschen an anderen Bundesländern orientiert, die solche Programme schon länger führen. Und da geht es darum zu gucken, welche Investitionen sind förderfähig, beziehungsweise welche Investitionen sind nicht förderfähig. Aber auch da gehe ich nachher nochmal detailliert drauf ein. Wichtig ist hier zu verstehen, es gibt zwei Module. Das Modul 1 ist für Beratungsprojekte sozusagen gedacht, also wo man sich externe Kosten eines Beraters bezuschussen lassen kann. Das Modul 2 ist für die Bezuschussung von konkreten Investitionskosten, die bei der Umsetzung von Strategien und Konzepten zur Digitalisierung entstehen. So ein bisschen, wenn man auf der Bundesebene die Programme kennt, ist das erste Modul so ein bisschen das Hamburger Pendant zu dem Go Digital Programm, wo ja auch Beratungskosten gefördert werden. Allerdings ist das bei uns etwas kleinteiliger, da komme ich auch nachher nochmal zu. Also wir haben eine Höchstgrenze, bis zu der gefördert wird, die deutlich niedriger liegt als beim Go Digital. Und das Modul 2 ist praktisch das Pendant zu dem Digital Jetzt. Auch hier eher kleinteiliger, weil wir unter dieser 17.000 € Grenze der Bundesförderung liegen. Grundsätzlich können beide Module separat bei uns beantragt werden. Im Moment ist das Modul 1 beantragbar. Das ist als erstes gestartet. Das Modul 2 wird wird später kommen, nach Ostern. Da sage ich auch gleich nochmal was zu zum Zeitplan. Es können beide, aber auch nur eins der Module genutzt werden. Das heißt, Sie können nur den Check beantragen und dabei bleibt es. Sie können auch nur das Modul 2 beantragen, ohne vorher einen digitalen Check beantragt zu haben.
Das ist grundsätzlich möglich. Wir haben das Programm allerdings so gebaut, dass wir im Regelfall erst eine Beratungsförderung und dann eine Investitionsförderung vorsehen. Das heißt, für Unternehmen, die sich bislang mit dem Thema Digitalisierung und was sie in ihrem Unternehmen im Rahmen der Digitalisierung verändern wollen und können, noch nicht so beschäftigt haben, die können erst den Check machen und dann darauf aufbauen, den Invest beantragen für die Kosten der Investitionen. So ist praktisch die Regelnutzung des Programms. Aber wie gesagt, sie können separat beantragt werden, die Module. Ich gehe dann nachher nochmal drauf ein, was dabei zu beachten ist. Gerne die nächste Folie. Genau, erstmal grundsätzlich, an wen richtet sich die Förderung? Für beide Module gilt, dass wir eine breite Zielgruppe damit adressieren wollen. Das heißt, antragsberechtigt sind die gewerbliche Wirtschaft, Unternehmen des Handwerks und auch freie Berufe. Voraussetzung ist eine Betriebsstätte in Hamburg, in der die geförderte Maßnahme dann zum Einsatz kommt. Wir haben eine Höchstgrenze für die Anzahl der Mitarbeiter, das heißt 249, also weniger als 250 Mitarbeiter. Das ist in Vollzeitäquivalenten gerechnet und es gilt auf der Ebene der verbundenen Unternehmen. Solo-Selbstständige sind auch förderfähig. Wir legen auch noch das Kriterium an, dass eine ordnungsgemäße Geschäftsführung gewährleistet ist. Das ist allerdings ein Standard bei solchen Förderungen. Wir haben Ausschlusskriterien auch bei der Förderung. Die sind uns vorgegeben, da können wir leider nichts dran machen. Das sind Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß der EU-Definition. Auch hier findet sich auf unserer Webseite dazu Details, wann ist ein Unternehmen in Schwierigkeiten. Das gilt ja auch für andere Förderprogramme. Wir haben auch noch den Ausschluss, dass keine Rückförderungsanordnung unzulässig gewährter Beihilfen offen sein dürfen. Das kann relevant sein, wenn man eine HCS-Förderung gekriegt hat, also eine Hamburger Corona-Soforthilfe und hier noch eine offene Rückforderungsanordnung besteht. Auch hier wäre das ein Ausschlusskriterium, um jetzt im Moment einen Antrag zu stellen. Nächste Folie bitte. Wir setzen Themenschwerpunkte in diesem Programm. Das gilt sowohl für Modul 1, also für die Förderung von Beratungsleistungen, als auch für Modul 2, die Förderung von Investitionsvorhaben. Diese Themen sind ähnlich wie bei den Bundesförderprogrammen. Also wir haben einen Schwerpunkt auf dem Thema IT-Sicherheit, Informationssicherheit, Cybersecurity. Und wir haben einen zweiten Schwerpunkt auf dem Thema digitaler Wandel. Und in diesem zweiten Schwerpunktbereich geht es zum einen um Geschäftsprozesse und Verfahren, also Beratungen oder Investitionen, die sich mit dem Thema, wie digitalisiert ein Unternehmen seine Geschäftsprozesse oder seine Verfahren umfasst. Auf der anderen Seite auch Vorhaben, die sich auf eine Digitalisierung von Produkten, Geschäftsmodellen und Dienstleistungen konzentrieren. Das fassen wir unter dem Themenschwerpunkt digitaler Wandel zusammen. Wir haben in dem Bereich auch bestimmte Ausschlüsse. Das darunter fallen zum einen Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter. Das Bundesprogramm Digital Jetzt hat ja hierfür extra einen eigenen Teil der Förderung, der sich für Qualifizierungsmaßnahmen, mit den Qualifizierungsmaßnahmen und Weiterbildungsmaßnahmen gefördert werden können. In dem Bereich hat das Digital Jetzt, das Bundesprogramm, auch keine Untergrenze. Also da gelten diese 17.000 Euro Untergrenze nicht. Daher bieten wir das nicht an. Das kann aus unserer Sicht durch die Bundesförderung abgedeckt werden. Wir fördern auch nicht im Modul 2 die Kosten für Standardsoftware zur gebräuchlichen Büroausstattung. Also wer einfach nur Laptops anschaffen will, weil bisher keine ausreichend guten Laptops zur Verfügung sind, ohne, sage ich mal, zu spezifizieren zu können, inwieweit das zu einem Projekt, das auf den digitalen Wandel im Unternehmen einzahlt, damit zusammenhängt, das wäre nicht förderfähig in diesem Programm. Das Gleiche gilt für so Themen wie reine Optimierung einer bestehenden Webseite, gängige Online-Marketing-Maßnahmen wie Search Engine Optimization, SEO oder Ersatzinvestitionen, wenn einfach etwas ausgetauscht wird, ohne dass es einen wesentlichen Digitalisierungsfortschritt gibt. Das kann auch in der Richtlinie nachgelesen werden, die ja bereits bei uns auf der Webseite verfügbar ist. Nächste Seite bitte.
Genau, der Zeitplan. Wir haben das ja auf unserer Webseite auch kommuniziert, dass wir zuerst mit dem Modul 1 starten. Das heißt, ab heute ist der Antrag, das Antragsformular online für das Modul 1 verfügbar. Anträge können gestellt werden. Das Modul 2, also der digitale Invest, wird ab dem 12.04., das ist der Montag nach der Woche, nach der Osterwoche, verfügbar sein. Und dann wird es immer wieder Öffnungen, ich glaube, da muss ich nochmal ausholen, weil das ist so ein bisschen wichtig zu verstehen, warum wir das getrennt haben. Wir haben das Modul 1 jetzt geöffnet und das wird fortlaufend geöffnet sein für Anträge bis zum Ende der Programmlaufzeit. Die ist im Moment auf Ende des Jahres terminiert, kann aber auch gut noch verlängert werden. Das ist eine politische Entscheidung. Da müssen wir mal gucken, wie das jetzt verläuft auch, also wie viel Budget in die praktisch in den zwei Modulen dann auch abgefließt. Und wir haben insgesamt im Programm von der Behörde für Wirtschaft und Innovation 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Die verteilen sich dann auf die zwei Module. Ein Teil wird auch noch für Verwaltungskosten vereinnahmt. Aber es ist so, dass wir praktisch diesen Budgettopf zur Verfügung haben. Und im Moment ist es durch die Förderrichtlinie und das, die Absprache mit der Behörde auch geregelt, dass dieser Topf jetzt ausgeschöpft wird. Wenn wir sehen, dass bis Ende des Jahres noch Budget deutlich über ist, können wir auch ins nächste Jahr verlängern. Das ist so verabredet. Von daher planen wir im Moment bis Ende des Jahres, aber die Möglichkeit der Verlängerung besteht. Das Modul 1, wie gesagt, ab heute jetzt fortlaufend verfügbar. Das Modul 2, wo wir deutlich mehr Anträge erwarten und wo letztendlich auch größere Summen beantragt werden können. Dort haben wir uns aus den basierend auf den Erfahrungen anderer Bundesländer darauf geeinigt, dass wir das in Tranchen bereitstellen, also dass wir jetzt am 12.04. eine erste Förderphase, Antragsphase haben werden. Die ist mit einem Budget hinterlegt und wenn das Budget aufgebraucht ist, wird das auch wieder geschlossen. Wir wollen damit garantieren, dass wir eine Bearbeitungszeit bei uns hinbekommen, die, sage ich mal, bei 3 bis 4 Wochen liegt. Wahrscheinlich wird das sich nicht immer einhalten, wird das nicht immer einzuhalten sein, also dass es mal auf 6 Wochen geht. Aber wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass so eine Situation eintritt, wie sie im Bundesprogramm eingetreten ist, dass Anträge, die im letzten Jahr gestellt wurden, ja, noch nicht bewilligt sind. In anderen Bundesländern kam es auch durch den großen Run auf diese Anträge, auf diese Förderprogramme dazu, dass es dann Bearbeitungszeiten von über 2 Monaten gab, bis eine Bewilligung da war. Das wollen wir verhindern. Deswegen haben wir das in Tranchen jetzt geschnitten, das Budget, und werden das starten mit dem 12.04. beim Modul 2 dann öffnen. Und es wird dann, wenn das wieder zu ist, das werden wir dann auch kommunizieren, dass keine Anträge in dieser ersten Tranche mehr möglich sind, werden dann aber in der jetzigen Planung nach 3 Monaten wieder eine neue Tranche dann öffnen. Werden das auch ausreichend im Vorfeld kommunizieren, sodass man sich als Unternehmen also auch praktisch, wenn man jetzt erst plant, in der zweiten Hälfte des Jahres eine Investition durchzuführen, bei der die Förderung in Frage kommt, dann auch die Chance hat, dort noch zum Zuge zu kommen. Und nicht, dass wir alles, das gesamte Budget schon bis zur Mitte des Jahres verausgaben. Das steckt dahinter. Im Moment liegt, wie gesagt, festgelegt nur der 12.04. für die erste, den Start der ersten Tranche im Modul 2. Wir werden aber, sobald wir da abschätzen können, wie ist die Nachfrage, wie gestaltet sich die Bearbeitung der Fälle, dass wir dann auch möglichst zeitnah auch den zweiten Termin schon ankündigen können. Wie gesagt, Hintergrund ist, dass wir wollen eine langfristige Verfügbarkeit der Mittel hier für die Unternehmen in Hamburg gewähren und wollen auch adäquate Bearbeitungszeiten ihnen anbieten können. Genau. Ja, nächste Folie bitte. Wie sind die Konditionen? Das ist ja das Interessante vor allen Dingen. Also unter welchen Konditionen können jetzt Ausgaben bezuschusst werden. Wir haben im Modul 1 im Digitalcheck eine 50-prozentige Förderquote. Das heißt,
50% der Kosten, die durch diese Beratungsprojekte, die bei uns zur Förderung eingereicht werden, entstehen, können durch die Förderung gedeckt werden. Wir haben hier eine Untergrenze der förderfähigen Ausgaben, das heißt der Förderung plus des Eigenanteils von mindestens 3.000 Euro, also 1.500 Förderung, 1.500 Eigenanteil, das ist der Mindestbetrag, den wir erwarten, für so ein, damit so ein Beratungsprojekt auch sinnvoll ist aus unserer Sicht. Wir haben hier eine Höchstsumme, die bezieht sich auf die Fördersumme, das heißt auf die 50%, die tatsächlich bezuschusst werden, von 5.000 Euro. Das heißt, insgesamt können Beratungsprojekte mit förderfähigen Kosten von bis zu 10.000 Euro im Modul 1 gefördert werden. Im Modul 2, Digital Invest, haben wir die gleiche Untergrenze, bloß haben wir hier eine geringere Förderquote, und zwar von 30%. Das heißt, bei förderfähigen Ausgaben von 3.000 Euro, die mindestens anzulegen sind, werden hier 1.000 Euro Fördersumme inkludiert. Das ist der Mindestbetrag. Wir haben einen Höchstbetrag von 17.000 Euro an Fördersumme, und bei einer Förderquote von 30% ergibt das ein Gesamtvolumen der Projekte, die maximal förderfähig sind, von, was ich habe es ausgerechnet, 56.500 Euro, wovon dann 17.000 Euro die Fördersumme sind. Also das ist der Spielraum, in dem sich die Projekte bewegen können. Grundsätzlich gilt das wie bei anderen Förderungen, dass eine Kumulation mit anderen Zuschüssen, also nicht rückzahlbaren Zuschüssen, nicht möglich ist. Es ist durchaus möglich, den Eigenanteil, also bei den beim Modul 1, die restlichen 50% zu der Förderung mit Darlehensmitteln zu bestreiten, auch mit geförderten Darlehensmitteln, also KfW-Darlehen etc., auch Förderdarlehen aus unserem Hause. Das gilt für den Modul 2 auch für diese 70% Eigenanteil. Da können auch Darlehensmittel, Förderdarlehensmittel drinstecken, allerdings keine weiteren Zuschussförderungen. Und die Summe einer Gesamtförderung darf nicht höher als die Gesamtinvestition sein. Insgesamt stellen wir darauf ab, dass die Gesamtfinanzierung sicherzustellen ist. Das heißt auch, dass uns dargelegt werden kann, wie die Eigenmittel, die einfließen in die Finanzierung der Projekte, wie die dargestellt ist durch das Unternehmen. Genau, nächste Folie bitte. So, kommen wir mal auf die geförderten Maßnahmen. Also welche Maßnahmen können jetzt gefördert werden, unter welchen Themenschwerpunkten? Da werde ich jetzt nochmal ein bisschen darstellen, wie das ausgestaltet ist. Auch hier gilt, wie für den Teil vorher, wenn es Nachfragen dazu gibt, in den Chat stellen, dann können wir im Anschluss an die Präsentation dort drauf eingehen und die nach bester Möglichkeit beantworten. Wir haben im Modul 1 der Beratung stellen wir darauf ab, also beim Hamburg Digital Check, dass wir die Beratung und Unterstützung von Unternehmen für Realisierungskonzepte fördern. Das heißt, die Beratungsleistungen, die über das Modul gefördert werden können, sollten auf ein konkretes Realisierungskonzept hinauslaufen. Das Konzept kann sich thematisch eben in dem Bereich Informationssicherheit, Cybersecurity bewegen. Das heißt, ein Informationssicherheitskonzept, wie man die bisherigen digitalisierten Aspekte des Unternehmens grundsätzlich besser absichert. Dazu gehören aus unserer Sicht, dass man auf der einen Seite neben grundlegenden Beratungsleisten auch unternehmensspezifische Bedrohungsanalysen erstellt, Sicherheitsaudits, dass man eben aber auch dann ein Realisierungskonzept zusammen mit dem Berater entwickelt, um die Anforderungen, die bestehen im Unternehmen, auch zu adressieren. Das heißt, eine Investition zu tätigen, um dann ein höheres Niveau im Bereich Informationssicherheit, Cybersecurity zu erlangen. Das Gleiche gilt für den zweiten Themenbereich digitaler Wandel. Also wenn in einem Unternehmen die Anforderung besteht, die Geschäftsprozesse zu digitalisieren, dann stellen wir uns das so vor, dass ein entsprechendes förderfähiges Beratungsprojekt im ersten Modul dann eben ein
Realisierungskonzept erstellt zur Digitalisierung von Produktionsprozessen, dass am Ende also klar ist, an welchen Stellen muss investiert werden, wie zahlt das auf die Gesamtstrategie des Unternehmens ein und was sind die nächsten Schritte, die jetzt auch für das Unternehmen zu tun sind. Das Gleiche gilt auch für die digitale Markterschließung. Also wir stellen uns vor, dass in diesem Modul Hamburg Digital Check sehr konkrete Beratungsprojekte zur Förderung eingereicht werden, wo klar ist, da soll am Ende auch ein Realisierungskonzept oder ein Vorhaben heraus entstehen, das dann im Modul 2 auch zur Förderung eingereicht werden kann. Wie gesagt, ist es auch möglich, dass, wenn man sagt, ich mache das die Realisierung mache ich aus eigenen Mitteln. Ich will jetzt bloß einmal für die Beratung eine Förderung kriegen. Das ist auch möglich. Das heißt, man lässt sich ein Realisierungskonzept fördern und geht dann damit entweder in die eigene Finanzierung, also setzt das mit Eigenmitteln um, oder man geht vielleicht auch, weil es sich als größer erweist, als man ursprünglich gedacht hat, geht man eher auf die Bundesförderung oder auf eine Darlehensfinanzierung. Das ist alles möglich. Wie gesagt, ist das möglich, das separat praktisch zu nutzen. Der Regelfall, den wir sehen, ist eben erst den Check machen, ein Realisierungskonzept erstellen und das dann zur Förderung durch das Modul 2 einbringen. Genau, nächste Folie bitte. Im Modul 2 haben wir grundsätzlich die gleichen thematischen Schwerpunkte, also Informationssicherheit und Digitalisierung von Produkten und Verfahren und Digitalisierung von Geschäftsmodellen. Wir haben jetzt mal hier so ein bisschen ausschnittweise Maßnahmen, die wir auf der Positivliste drauf haben. Das heißt, sind Maßnahmen, von denen wir davon ausgehen, dass wir die fördern können. Also zum Beispiel im Bereich Informationssicherheit tatsächlich auch Maßnahmen zu Initiierung und Optimierung betrieblicher IT-Sicherheitssysteme, Maßnahmen zum Schutz vor Produktpiraterie, Maßnahmen zur Umsetzung von Sicherheitsanalysen, die dann auch praktisch eine Fortführung dieser Beratungsleistung aus Modul 1 darstellen, aber wo dann auch investiert werden muss, damit man das auch fortlaufend eine gewisse Sicherheit garantieren kann. Im Bereich Digitalisierung von Produkten und Verfahren sehen wir hier vor allen Dingen zum Beispiel Vernetzung von Enterprise Resource Planning Systemen, so ERP-Systemen und Produktionssystemen, zum Beispiel MES, Manufacturing Executive Systems. Das ist so ein typischer Anwendungsfall aus dem Bereich Industrie 4.0, aber auch sowas wie laserbasierte Raumaufmaßsysteme im Handwerk, wo tatsächlich die Produktion, die Verfahren, die im Unternehmen eingesetzt werden, digitalisiert werden. Der weitere thematische Schwerpunkt Digitalisierung von Geschäftsmodellen, der umfasst sowas wie den Aufbau von digitalen Plattformen, die Einführung digitaler Vertriebskanäle etc. Man muss zu der Positivliste sagen, das ist jetzt eine Liste, die von uns im Vorfeld des Programms aufgestellt wurde, basierend aus den Erfahrungen aus anderen Bundesländern und aus dem Bundesprogramm. Wir werden diese Positivliste, das heißt die Auflistung besonders förderfähiger Vorhaben, also Vorhaben, wo wir dezidiert die Aussage treffen können, ja, diese Vorhaben sind grundsätzlich förderfähig, die werden wir weiter aktualisieren. Wir werden ja Vorhabensbeschreibungen der eingereichten Projekte bekommen, die dann vielleicht teilweise sich nicht auf der Positivliste finden. Und die werden wir dann evaluieren, beziehungsweise darauf gucken, gehören die auf die Positivliste, wenn wir die geprüft haben. Und so wird diese Positivliste sich auch weiter verändern. Wir werden diese Positivliste online zur Verfügung stellen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob sie schon online verfügbar sind, aber das ist eine Liste, die werden wir online Ihnen zur Verfügung stellen, einfach um im Vornherein schon mal gegenzuprüfen, ist mein Vorhaben grundsätzlich förderfähig entlang dieser Positivliste. Wenn sich ein Vorhaben nicht auf der Positivliste befindet, heißt das noch nicht, dass es nicht förderfähig ist. Dazu kommen wir jetzt. Also wir haben bestimmte Ausschlüsse, wo wir sagen, die sind auf jeden Fall nicht förderfähig. Das ist die sogenannte Negativliste. Die ist auch in der Förderrichtlinie vorhanden, die bei uns auf der Webseite ist. Das sind die Ausschlüsse. Also wenn man ein Vorhaben hat, was auf der Negativliste ist, dann
ist es, sage ich mal, da muss man wirklich gucken, kann man das überhaupt noch förderfähig machen? Grundsätzlich sind das Ausschlüsse, wo wir sagen, das ist nicht förderfähig. Bei der Positivliste, wie gesagt, im Unterschied dazu, wenn sich ein Vorhaben nicht auf der Positivliste findet, aber auch nicht auf der Negativliste ist, kann es durchaus förderfähig sein. Das heißt, dann werden wir das in Zukunft auf die Positivliste vielleicht aufnehmen, weil es immer wieder kommt. Das muss einfach nur wichtig sein für Sie als potenzielle Fördernehmer. Nicht abschrecken lassen, wenn Sie Ihr Vorhaben nicht auf der Positivliste finden. Sie sollten aber genau die Negativliste durchlesen, wie sie sich in der Förderrichtlinie findet, weil das sind tatsächlich so Ausschlüsse, die sind tatsächlich dann da kommen wir auch nicht hinter zurück. Also wir können solche Vorhaben, die mit der Behörde abgestimmt auf der Negativliste gelandet sind, die können wir eigentlich nicht fördern. Ja. Ich weiß, dass es dazu auch viele Nachfragen geben wird, aber das können wir gerne dann im Fragen- und Antworten-Teil nachher nochmal näher drauf eingehen. Aber nochmal zum Verständnis, wie gesagt, grundsätzlich Positivliste ist eine nicht bindende Aufzählung von Vorhaben, die wir als förderfähig sehen, also die ist nicht abgeschlossen, so genau. Die Negativliste ist eine schon abschließende Liste der Ausschlüsse. Es kann schon sein, dass auch nochmal ein Ausschluss auf die Negativliste kommt. Wir gehen aber eher davon aus, dass wir eher die Positivliste erweitern werden, um eben klarer zu kommunizieren, diese Vorhaben sind förderfähig, um Ihnen da auch ein Stück weit Sicherheit zu geben, wenn Sie Ihren Antrag abschicken. Genau, jetzt nochmal die nächste Seite. So, dann kommen wir jetzt mal zum Antragsprozess. Also wie läuft das ab? Wie ist die Förderung zu beantragen? Dazu muss man einmal den Grundprozess nochmal verstehen, wie die zwei Module auch miteinander zusammenhängen. Deswegen jetzt auf der nächsten Folie haben wir jetzt erstmal, welche Wege es praktisch zur Förderung gibt. Und Sie sehen auf der linken Seite, es gibt das Modul 1. Das sehen wir vor für Unternehmen und Fördernehmer, die noch kein bestehendes Konzept oder Vorhaben haben. Die können bei uns eben diese Beratungsförderung beantragen. Da braucht es auch keine Vorarbeit. Letztendlich muss man dort eben einen Berater identifiziert haben aus dem Pool der GoDigital-Berater, die in einem Beratungsprojekt mit einem Kostenvoranschlag auch eine Beratung praktisch anbieten und das dann bei uns einreichen, damit wir hier die Förderprüfung machen können und dann Ihnen auch einen Bewilligungsbescheid zur Förderung zukommen lassen. Daraus sollen aus unserer Sicht Realisierungskonzepte entstehen. Diese Realisierungskonzepte können dann in einem zweiten Schritt für das Modul 2 eingereicht werden. Wie genau das funktioniert, sage ich auch noch mal was zu. Dann gibt es den zweiten Weg, den wir sehen. Das ist, wenn ein Unternehmen schon ein Vorhaben geplant und konzeptioniert hat. Wir sehen da vor allen Dingen Unternehmen, die vielleicht schon mal eine GoDigital-Beratung gemacht haben, also schon mal mit einem Berater an einem Digitalvorhaben geplant haben und auch schon so etwas vorbereitet haben, wo jetzt die Investition ansteht und wo hier eine Förderung gesucht wird, um die Kosten zu bezuschussen. Es kann aber auch sein, dass es ein Vorhaben ist, das nicht mit einem Berater entstanden ist. Also ein Vorhaben, das Sie jetzt im Unternehmen schon vorangetrieben haben, wo Sie auch schon ziemlich genau wissen, welche Investitionen jetzt anstehen und wie das zu Ihrem Gesamtunternehmensstrategie passt, wo jetzt eben Sie auch kein zusätzliches Beratungsprojekt jetzt noch machen wollen, weil Sie sagen, Sie sind schon so weit, das ist schon so gut vorbereitet, das würden Sie gerne jetzt eben für die Investitionsförderung im Modul 2 gerne als Antrag einreichen. Für diese Fälle sehen wir vor, dass die direkt, also ohne vorher im Modul 1, eine Digital-Check-Förderung bei uns auch eingereicht werden können für das Modul 2. Allerdings sehen wir hier vor, dass wir eine fachliche Stellungnahme benötigen, ob das Vorhaben tatsächlich gewissen Mindeststandards genügt. Und diese Stellungnahme kann erfolgen bei Fällen, wo das Unternehmen schon mit einem Berater gearbeitet hat, durch diesen Berater. Wir gehen davon aus, dass das ein Berater ist, der eben auch GoDigital zertifiziert ist. Oder es kann durch das Kompetenzzentrum, durch das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum erfolgen. Und das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum ist auch darauf vorbereitet,
fachliche Stellungnahmen anzufertigen von Vorhabensbeschreibungen, die an Sie herangetragen werden. Und der Prozess sieht dann vor, dass in diesen Fällen der Antrag bei uns gestellt wird zur Förderung inklusive dieser Stellungnahme, also dass das vorher schon geschehen ist. So, das sind die zwei Stränge. Ich weiß, das ist komplex. Da sind wir auch gerne bereit, nochmal in Fragen und Antworten das auch nochmal zu konkretisieren und auch nochmal Fragen aus dem Weg zu räumen. Man muss sich halt vor Augen führen, es gibt den Weg erst Modul 1, also erst eine Beratungsförderung und mit dem Ergebnis dann bei uns das Modul 2 beantragen. Das ist der Regelweg. Wenn eben Modul 1 nicht beantragt wird oder nicht benötigt wird, eine Beratungsförderung, dann besteht der Weg, wie gesagt, über diese fachliche Stellungnahme der Vorhabensbeschreibung. Und da würde ich jetzt gerne gleich, genau, das kommt, da sage ich auch nochmal was zur Vorhabensbeschreibung und Stellungnahme, wie wir uns das vorstellen. Aber erstmal würde ich was zur Rolle der Berater nochmal sagen gerne. Nächste Folie bitte. Also wir sehen vor, dass Berater, die GoDigital zertifiziert sind, bei uns zwei Rollen haben. Zum einen im Modul 1 der Beratungsförderung Digital Check sind nur Ausgaben für Beratungsdienstleister förderfähig, die GoDigital zertifiziert, autorisiert sind und in der entsprechenden Beraterdatenbank gelistet sind. Des Weiteren nehmen wir nur fachliche Stellungnahmen von Beratern an, die von GoDigital zertifiziert sind. Das heißt, in diesem Weg, Sie haben als Unternehmen bereits eine Beratung über GoDigital sich fördern lassen, haben daraus resultierend ein Konzept, eine Vorhabensbeschreibung, dann können Sie das, wie gesagt, durch den Berater, da gibt es dann in diesem Formular der Vorhabensbeschreibung, auf die ich gleich nochmal eingehen werde, gibt es dann hinten einen Teil für die fachliche Stellungnahme mit gewissen Prüfpunkten. Das kann dann der Berater vornehmen, wenn er eben GoDigital zertifiziert ist und kann das zusammen mit dem Antrag für das Modul 2 bei uns eingereicht werden. Das sind die zwei Rollen, die die Berater spielen. Und auf der nächsten Folie sehen wir dann nochmal Hinweise zu dieser GoDigital-Zertifizierung. Also es gibt circa 100 GoDigital-Berater in Hamburg und im Umland, die auf der unter diesem Link oben rechts verfügbaren Beraterliste auch gelistet sind. Sie sehen unten noch ein paar Bullet Points der Voraussetzungen für diese Autorisierung. Aus unserer Sicht ist das ein ganz guter Standard, um sicherzustellen, dass wir hier eine gute Qualität in der Beratung auch haben, die dann gefördert wird. Genau, das ist die Rolle von Beratern und ich denke im Modul 1, das ist relativ klar, also wir fördern nur Beratungen von Beratern, die in dieser Liste aufgeführt sind. Für das Thema fachliche Stellungnahme würde ich jetzt auf der nächsten Folie nochmal erklären, wie wir uns das vorstellen bei Modul 2, also bei der Investitionsförderung. Es ist so, dass wir, wie gesagt, für eine Antragstellung in diesem Modul 2 im Hamburg Digital Invest eine Vorhabensbeschreibung von Ihnen benötigen. Die Vorhabensbeschreibung kann von Ihnen erstellt sein, kann von einem Berater erstellt sein. Da sind wir offen. Allerdings brauchen wir bei Vorhabensbeschreibungen, die nicht aus einer von uns geförderten Hamburg Digital Check Beratung bestehen, also die nicht von uns gefördert wurden, also wo das nicht bei uns als Förderung aufgetaucht ist bislang über eine Modul 1 Förderung. Bei diesen Projekten brauchen wir eine positive fachkundige Stellungnahme. Das Dokument werden wir mit ausreichend Vorlauf zu dem 12.04. online verfügbar machen. Das ist im ersten Teil eben eine solche Vorhabensbeschreibung, bei der das Investitionsvorhaben beschrieben ist. Das umfasst eben sowas wie, was ist das Vorhaben konkret, was ist der Zweck des Vorhabens, wie sieht eine grobe Zeitplanung aus, welche Verbesserungen, welche Neuerungen, welcher Nutzen ist dort, wird dort adressiert, welche Kosten und welche Aufwände entstehen Ihnen und es sollte auch immer dargestellt werden, inwieweit im Rahmen dieses Investitionsvorhabens auch die IT-Sicherheit berücksichtigt wird.
Der zweite Teil dieses Dokuments der Vorhabensbeschreibung ist dann die Stellungnahme. Die wird dann durch den Berater, also durch einen GoDigital zertifizierten Berater oder eben durch das Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 erstellt. Da werden solche Prüfpunkte wie, ist diese Erläuterung nachvollziehbar? Ist sie vereinbar mit der Positiv-Negativ-Liste? Werden zeitgemäße marktübliche Technologien eingesetzt? Wie sieht ist der wirtschaftliche Nutzen dargestellt oder ist er zu erwarten? Und ist eben auch das Thema IT-Sicherheit, Informationssicherheit berücksichtigt? Das wird praktisch in dem Fall durch das Kompetenzzentrum oder durch den Berater bestätigt, dass das der Fall ist. Und wenn das dann vorliegt, also wenn es diese Stellungnahme gibt, kann das dann bei uns im Zuge der Antragstellung eingereicht werden. Ich möchte mal darauf hinweisen, bei Modul 1 benötigt es sowas nicht, weil da geht es hier um das Beratungsprojekt. Da kann man einfach ein Beratungsprojekt praktisch ohne Vorarbeit zur Förderung einreichen. Bei Modul 2 ab dem 12.04. brauchen wir diese Vorhabensbeschreibung inklusive einer Stellungnahme. Es sei denn, Sie haben im Vorfeld eine Checkberatung durch uns bereits gekriegt, dann kennen wir ja das Beratungsprojekt und dann kann auch einfach nur die Vorhabensbeschreibung eingereicht werden. Dann brauchen wir nicht nochmal eine explizite Stellungnahme des Beraters. Das ist wichtig, weil wir darauf aufbauen in der Bewertung der Förderanträge und auch nur dann rasche Bearbeitung der Förderfälle möglich ist, wenn wir diese Stellungnahme praktisch dann schon haben. Das verhindert einfach, dass wir bei uns extra und dezidiert und sehr detailliert alles prüfen müssen, sondern dass wir auf etwas aufsetzen können bei unserer Förderbewilligung. Auf der nächsten Folie sehen wir dann jetzt, wie so ein das Antragsformular, also es ist ja ein Online-Antrag, und das läuft über ein sogenanntes E-Antragsportal. Der findet sich unter dem Link, der hier oben abgetragen ist, als auch über die Programmseite bei uns auf der Homepage. Das ist ein E-Antragsportal, über das mehrere Förderungen beantragt werden können, eben auch der Hamburg Digital. Das heißt, wenn Sie auf diese Seite kommen, werden Sie, das sehen Sie links oben, eine Möglichkeit finden, sich anzumelden. Wenn Sie noch nie eine Förderung bei uns über diesen Antragsservice beantragt haben, werden Sie aufgefordert, erstmal sich zu registrieren. Das ist der erste Schritt. Wenn Sie sich registriert haben, bekommen Sie eine entsprechende Mail mit den Anmeldedaten und dann können Sie sich dort anmelden. Und wenn Sie sich bei diesem dann anmelden, bei diesem Portal, dann können Sie einzelne Anträge abschicken an uns. Darunter auch gegenwärtig eben Anträge für das erste Modul, also Hamburg Digital Check. Wenn Sie diesen Antrag dann initiieren, also Sie sehen das dann in der Übersicht auf der rechten Seite bei den Antragsdetails und dann diesen Antrag bearbeiten, dann springen Sie in das Antragsformular. Und das ist das, was wir bei der klassischen, sage ich mal, papierbasierten Förderantragsprozessen haben, dass es dann also ein Antragsformular zum Ausfüllen gibt. Das ist hier online dann. Wir haben dabei noch den Schritt auch der Online-Legitimation. Das ist notwendig, dass wir praktisch legitimieren oder prüfen, dass Sie tatsächlich auch derjenige sind, für den Sie sich ausgeben. Da haben wir eine Online-Legitimationslösung, die Sie dann durchlaufen müssen, wenn Sie sich vorher noch nicht für ein anderes Förderprogramm bei uns online legitimiert haben. Da können wir nachher aber auch noch mal was zu sagen, wie genau das stattfindet. Und das erfolgt im Antragsportal. Das heißt, wenn Sie dann über das Antragsportal Ihren Antrag einreichen bei uns, werden Sie dann auch diese Identifikationsprüfung durchlaufen. Da braucht man in der Regel einen Personalausweis. Und dann ist das eins dieser bekannten Online-Legitimationsverfahren, wo dann über einen entsprechenden Abgleich des Bildes auch gesichert ist, dass Sie derjenige sind, der auf dem Personalausweis steht. Für die Details dieser elektronischen konkreten Antragstellung können wir dann auch in Fragen und Antworten nochmal drauf eingehen. Da werden wir aber entsprechende How-Tos auch auf unserer Webseite dann haben, wo dann auch nochmal Schritt für Schritt gezeigt wird, wie Sie diesen Antrag zu stellen haben.
Wenn wir jetzt nochmal auf die nächste Folie gehen, da ist jetzt nochmal so der Gesamtablauf, also was passiert nach der Antragstellung. Wir haben das jetzt mal für das Modul 2 aufgezählt. Für das Modul 1 gelten diese Schritte auch, mit der Ausnahme dieser Vorhabensbeschreibung, die nur im Modul 2 eine Rolle spielt. Aber zur Übersicht ist das vielleicht nochmal ganz hilfreich. Was passiert, nachdem Sie dann den Antrag abgegeben haben? Also wir gehen jetzt mal Schritt 1. Bei Modul 2 hätten wir, am Anfang steht halt eine Registrierung, das ist hier nicht drauf, aber Sie haben eine Vorhabensbeschreibung erstellt, Sie haben eine Stellungnahme eingeholt beim Kompetenzzentrum oder ein Berater hat diese Stellungnahme ausgefüllt. Sie stellen den Antrag über das elektronische Antragsportal bei uns. Dann prüfen wir den Antrag. Nach erfolgreicher Prüfung versenden wir den Bewilligungsbescheid. Wenn es nicht erfolgreich war, wird es eine Ablehnung an den Antragsteller. Wie gesagt, wir streben hier an, dass wir eine Bearbeitungszeit zwischen Antragseinreichung und Versand des Bewilligungsgescheids bzw. der Ablehnung, dass wir da, ich glaube, bis 6 Wochen haben wir es intern diskutiert. Das wollen wir schaffen, dass wir im besten Fall 3 bis 4 Wochen maximal dafür brauchen, Ihnen einen entsprechenden Bescheid zu schicken. Wenn der Bescheid da ist, können Sie mit der Umsetzung der geförderten Maßnahme beginnen. Und wenn die Maßnahme durchgeführt ist, reichen Sie bei uns einen Verwendungsnachweis ein und dann erfolgt die Kostenerstattung. Nach diesem Prinzip erfolgt die Förderung im Modul 2, aber eben auch im Modul 1. Plus im Modul 1 haben Sie eben keine Vorhabensbeschreibung, die Sie einreichen, sondern Sie stellen einfach den Antrag mit einer entsprechenden Kostenschätzung für das Beratungsprojekt und dann läuft das aber auch über diese Schritte. Genau. So, dann wäre das von meiner Seite jetzt einmal im Schweinsgalopp durch die ganzen Aspekte des Programms, Modul 1 und 2. Ich weiß, dass es viele Fragen geben wird. Wie gesagt, dafür sind wir ja auch jetzt vorbereitet und werden wir auch im Nachgang der Präsentation darauf eingehen. Wir würden jetzt im nächsten Schritt aber gern nochmal, die nächste Folie bitte, auf weitere Fördermöglichkeiten eingehen. Einfach noch, was ist zusätzlich zu dem Hamburg Digital noch an Förderung für Digitalisierung verfügbar und was auch wichtig ist für die Einschätzung, ist Ihr Vorhaben, wenn es nicht im Hamburg Digital förderfähig ist, kann es nicht vielleicht auch über andere Förderprogramme hier aus Hamburg oder vom Bund gefördert werden. Da haben wir eine kleine Übersicht. Da Frau Oesterer wird das jetzt einmal kurz durchführen vom Beratungszentrum Wirtschaft. Und danach gehen wir dann nochmal auf die Beratungsmöglichkeiten ein, die wir jetzt hier bereitstellen für dieses Förderprogramm Hamburg Digital, aber grundsätzlich auch für Förderung im Bereich Digitalisierung. Und dann kommen wir zum Q&A. Vielen Dank soweit schon mal. Martina. Ja, prima. Vielen Dank und guten Tag in die Runde. Bitte die nächste Folie. Ich möchte Ihnen jetzt, wie Michael Unterberg schon angekündigt hat, Alternativen vorstellen, wenn unser Hamburger Programm für Ihr Vorhaben bzw. Ihr Unternehmen nicht passen sollte. Es gibt weitere Möglichkeiten, die in Frage kommen können und wir stellen Ihnen jetzt hier im Überblick 3 ausgewählte Programme vor. Sie sehen, und es wurde auch schon häufiger erwähnt, in der linken Spalte das Programm Digital Jetzt. Das ist ein Programm des Bundeswirtschaftsministeriums, wurde, glaube ich, letzten Herbst geöffnet. Es handelt sich dabei ebenfalls um ein Zuschussprogramm und die Zielgruppe ist ähnlich. Es ist für alle Branchen aus gewerblichen Unternehmen, Handwerk und freie Berufe möglich. Allerdings hier, und das ist besonders, es gilt für größere Unternehmen. Sie sehen, es gilt für mindestens 3 Mitarbeiter oder eben bis maximal 499 ist das zugelassen. Also die Mitarbeiterzahl kann höher sein. Gleichzeitig ist es auch geeignet, wenn die Investitionssumme höher ist. Die Fördersumme muss hier je nach Modul mindestens 3 bzw. 17.000 Euro betragen. Maximal sind 50.000 Euro Förderung möglich, beziehungsweise 100.000, wenn ein Netzwerk oder mehrere Unternehmen in einer Wertschöpfungskette, zum Beispiel Zulieferer, Abnehmer, Ketten hier gefördert werden sollen.
dann kann die Förderung auch 100.000 Euro betragen. Die Förderquote ist hier auch gestaffelt nach der Unternehmensgröße. Da können Sie so mit 40-50% Förderzuschuss rechnen. Zurzeit gibt es da etwas mehr, auch Corona-bedingt. Bis zum 30.06. gibt es da höhere Förderquoten und danach sind die um ungefähr 10% dann geringer. Kleinere Unternehmen erhalten, wie das häufig in Förderprogrammen ist, einen etwas höheren Zuschuss als größere Unternehmen. Die Besonderheit bei dem Programm, und deswegen hatten wir das nochmal in diese Auflistung mit übernommen, es gibt hier zwei Module und das eine Modul ist auch Investitionen in digitale Technologien, also das unterstützt dann auch Investitionen in Software und Hardware, insbesondere für interne und externe Vernetzung des Unternehmens, Investitionen eben in digitale Technologien und damit verbundene Prozesse. Das ist so ähnlich wie bei unserem Programm. Die Ausrichtung ist hier auch, es gibt Förderung von datengetriebenen Geschäftsmodellen, Anwendungen künstlicher Intelligenz, Cloud-Anwendung, Big Data, 3D-Druck etc. Vor allen Dingen auch IT-Sicherheit und Datenschutz. Der Unterschied, und Michael Unterberg hat es schon erwähnt, es gibt auch ein zweites Modul, das nennt sich Qualifizierung und Weiterbildung der MitarbeiterInnen. Hier werden Qualifizierungskosten und Weiterbildungsmaßnahmen gefördert. Vor allen Dingen eben solche Themen, Erarbeitung und Umsetzung einer digitalen Strategie im Unternehmen, Schulung, IT-Sicherheit, Datenschutz, aber eben auch ganz grundsätzlich zu digitalen Arbeiten und den nötigen Basiskompetenzen. Die Weiterbildungsanbieter müssen zertifiziert sein. Da gibt es irgendwie eine genaue Erklärung, nach welcher DIN, ISO 9001 zum Beispiel oder nach einer Zertifizierung für Aus- und Weiterbildungsträger. Sie können auch hier eines oder beide Module beantragen. Die Laufzeit geht hier bis 2023. Viele von Ihnen hatten es vielleicht auch schon versucht, einen Antrag zu stellen. Sie haben mitbekommen, es war etwas schwierig, weil das Programm natürlich sehr stark nachgefragt war. Man hat mittlerweile eine Lösung gefunden. Man lässt sich als Unternehmen dort registrieren und kann dann regelmäßig an einer monatlichen Auslosung teilnehmen, wenn Sie da ausgewählt werden in dieser Auslosung. Dann können Sie einen Antrag stellen. Man hat das eben so versucht, dass auch die Mittel sozusagen während der gesamten Laufzeit noch zur Verfügung stehen und nicht schon auf einmal weg sind. Aber es ist durchaus ein bisschen ein komplexeres Verfahren und man muss sich da eben sozusagen damit beschäftigen und auch hier elektronische Antragstellung. Das ist das Zuschussprogramm des Bundes, was eine Alternative ist. Bei höheren Investitionssummen und eben bei einer größeren Mitarbeiterzahl. Darüber hinaus gibt es, das ist das Programm in der Mitte, Hamburg Credit Innovation, das ist wieder bei uns angesiedelt in der IFB. Wir haben hier auch bei einem Finanzierungsbedarf, Sie sehen es schon, von mindestens 25.000 Euro oder eben maximal 1,5 Millionen. Wenn Sie ein Darlehen benötigen, um entweder den Eigenanteil noch mit zu finanzieren oder eben einfach andere Themen abbilden möchten, haben Sie hier ein Darlehen für kleine, mittlere Unternehmen, gewerbliche Unternehmen, für Startups, alle bitte aus Hamburg. Sie können darüber finanzieren Investitionen und Betriebsmittel. Es ist relativ zinsgünstig. Es ist eine Haftungsfreistellung inklusive gegenüber der Hausbank von 70%. Und die Darlehenslaufzeiten können 5 oder 10 Jahre betragen. Es gibt tilgungsfreie Anlaufjahre von 1 bis 2 Jahre, je nachdem. Und das Ganze funktioniert dann über eine Hausbank, aber selbstverständlich können wir dazu auch im Vorwege beraten. Die Anforderung hier, es gibt diesen Hamburg Credit Innovation, da ist das Wort Innovation im Titel. Das bedeutet, man muss einem festgelegten Kriterium
ein Förderkriterium erfüllen. Das kann sein, dass sie ein gewerbliches Schutzrecht in ihrem Unternehmen bereits innehalten, dass sie eine hohe F&E-Ausgabenquote haben oder eine F&E-Förderung mal bekommen haben oder eben einfach ein innovatives Unternehmen sind. Bei der Einschätzung und Zuordnung dieser Kriterien sind wir gern behilflich. Wie gesagt, eine Ergänzung oder Alternative. Selbstverständlich gibt es auch noch weitere Förderdarlehen, die wir jetzt hier in diesem kurzen Überblick nicht aufgeführt haben, die auch in Frage kommen können, um den Eigenanteil zu finanzieren. Dieses Programm zielt eben auch insbesondere für Digitalisierungsvorhaben ab. Und deswegen hatten wir das hier erwähnt. Aber sowohl die IFB als auch die KfW haben da auch weitere Programme. Genau, und die dritte Säule, das ist die Überbrückungshilfe 3. Ich hätte fast gesagt, bekannt jetzt auch aus den ganzen Corona-Hilfsprogrammen. Das ist in der Tat eine Corona-Hilfe des Bundes zurzeit für Unternehmen mit Umsatzeinbußen, Corona-bedingt von mindestens 30%. Da gibt es eine gewisse Grenze. Aber es ist ein interessantes Programm, deswegen machen wir darauf auch aufmerksam, weil Sie hier einen einmaligen Zuschuss beantragen können, wenn Sie Investitionen in die Digitalisierung vornehmen. Das kann ein Aufbau eines Online-Shops sein, das können die Eintrittskosten bei großen Plattformen sein. Und da gibt es eben im Zusammenhang mit dieser Hilfe für die Fixkosten hier nochmal einen extra Digitalisierungszuschuss. Die Antragstellung erfolgt hier in der Regel über Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und die Kosten, die förderfähig sind, sollten eben im Zeitraum von März 2020 bis Juni 2021 anfallen. Man muss mal sehen, ob das verlängert wird, aber im Moment ist es eben so angesetzt. Wie gesagt, auch Anschaffungskosten von IT-Hardware sind hier ansetzungsfähig unter einer bestimmten Voraussetzung. Weitere Informationen unter überbrückungshilfe-unternehmen.de, aber man sollte durchaus mal gucken, ob das Programm vielleicht auch passt. Wir hatten das vorgestellt so ein bisschen im Vergleich zu Hamburg Digital. Selbstverständlich gibt es zu dem Thema Schulung und Weiterbildung, gibt es in Hamburg noch ein kleines Programm, also ich nenne es klein, weil es ist jetzt, sind jetzt nicht so die großen Fördersummen, die hier bei Digital jetzt angeboten werden, sondern es gibt ein Hamburger Programm, das nennt sich Weiterbildungsbonus Plus. Das wird demnächst, das wird auch fortgeführt. Darüber können Qualifizierungskosten von Mitarbeitern unter Umständen gefördert werden. Und die GUT-Digitalberatung, da gibt es auch nochmal ein eigenes Programm. Also wenn Sie noch eine vertiefte Beratung benötigen und eine etwas länger fortgeführter Beratungsprozess eingesetzt wird, dann kann man da auch nochmal schauen, ob es eine Beratungskostenerstattung gibt. Und wie gesagt, es gibt eine ganze Menge. Und wenn Sie vielleicht einfach nochmal die nächste Folie bzw. die genau noch eine weiter, bitte. Dann sehen Sie auch, was es für Beratungsstellen gibt. Also sozusagen das IFB-Beratungscenter, in dem ich tätig bin, gibt Orientierung. Und Sie sehen schon, es ist so eine zentrale Anlaufstelle für öffentliche Förderung hier in Hamburg. Wir beraten aber nicht nur zu den Hamburger Programmen, wir können auch zu den Bundes- und EU-Programmen beraten, wenn es erforderlich ist und wenn es passt. Wir geben eine Orientierung in der Förderlandschaft und selbstverständlich beraten wir dann auch zu den anderen Programmen bei der Umsetzung Ihres Digitalisierungsvorhabens. Wie gesagt, Orientierung und Auswahl des passenden Programms hier unter IFB Beratungscenter. Sie erreichen uns am besten per E-Mail förderlotsen@ifbhh.de oder finden uns auf der Website. Wenn es jetzt konkret bei dem Programm Digital jetzt um den Antragsprozess geht, die fachliche Programmverantwortung in der IFB hat ja unsere Abteilung Wirtschaftsförderung. Wir haben hier die dort können Sie Fragen zur Förderrichtlinie stellen. Sie können technische und inhaltliche Fragen zum Antragsprozess dort platzieren. Und Sie können natürlich auch zu dem elektronischen Antragstool und Portal Fragen stellen. Auch da gibt es eine E-Mail-Adresse. Die wird auch immer regelmäßig natürlich angeguckt, wir antworten dann auch oder eben per Telefon, die hier eingeblendet ist.
Und die dritte Stelle hier im Bunde, in der Umsetzung dieses Programms, ist das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum, die ja auch heute zusammen mit den Kammern die Veranstaltung organisieren. Vielen Dank dafür an der Stelle. Die sind wurden auch schon erwähnt, aber eben auch als Know-how-Träger für die Technologie zuständig. Fragen zur fachkundigen Stellungnahme werden dort beantwortet und die Stellungnahme auch erstellt. Die operative Unterstützung bei Fragen zu Digitalisierungsvorhaben können Sie dort erhalten und natürlich auch viele Informationen, Networks und Events zu dem Thema Digitalisierung bekommen. Ich habe hier die E-Mail-Adresse kompetenzzentrum@hk24.de und auch eine Internetseite. Und ich denke, Sie können die Präsentation ja auch im Nachgang erhalten oder finden dann auch die Aufzeichnung, sodass die Adressen auch wieder verfügbar sind. Prima, damit wäre ich für meinen Teil auch am Ende und würde jetzt an Herrn Neumüller übergeben. Ja, vielen Dank nochmal an die Kollegen der IFB für diesen Vortrag und die ausführliche Stellungnahme bzw. Darstellung des Prozesses und der einzelnen Module. Jetzt haben wir eine Reihe von Fragen gesammelt, das sind wirklich viele geworden. Und wir bemühen uns, die möglichst nicht zu doppeln und möglichst viele davon noch abzuarbeiten. Falls wir das nicht in Gänze schaffen werden, bitte ich schon jetzt um Ihr Verständnis. Wir haben da wirklich eine ganze Menge. Die erste Frage, sind wir als GmbH, also gemeinnützige GmbH, antragsberechtigt? Wie sieht es denn da aus? Wer kann das von Seiten der IFB beantworten? Ich übergebe das gerne an Frau Löwendorf. Ich weiß, dass es da schon auch auf dem Mailwege Anfragen gab und genau, Miriam. Ja, hallo auch nochmal von mir. Die Frage ist tatsächlich in den letzten Tagen schon relativ häufig gestellt worden. Selbstverständlich ist da eine Antragstellung auch möglich. Wir koppeln das Programm tatsächlich aber an eine gewerbliche Tätigkeit. Das heißt, Sie können Fördermittel für aus diesem Programm beantragen, wenn Sie im Rahmen der gewerblichen Tätigkeit eben einen Digitalisierungsprozess anstreben. Okay, also verstehe ich so, dass sich das Digitalisierungsprojekt eben nicht jetzt auf den gemeinnützigen Teil beziehen darf, sondern das muss schon auf die gewerbliche Tätigkeit gemünzt sein. Ja. Alles klar. Ja, so wie wir im Vorfeld auch, haben auch andere eine bestimmte Seite gefunden, die nämlich heißt, also eine Website, die heißt hamburger-digitalbonus.de. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie hängt das mit uns zusammen? Was hat das damit auf sich? Ja, also erstmal gar nicht. Na gut, also wir haben die auch gesehen, das ist ja uns weitergeleitet worden vom Kompetenzzentrum. Also da war jemand sehr schnell und hat sich diese Adresse gesichert, ein Berater, und wir haben das weitergegeben an die Behörde, weil also das hat de facto mit unserem Programm und auch mit dem Antragsweg zu unserem Programm nichts zu tun. Ich möchte nicht ausschließen, dass der Berater, wir haben das jetzt nicht nachgeprüft, wenn er gut digital zertifiziert ist, auch als Berater praktisch in Beratungsprojekten, die von uns gefördert werden, tätig werden kann. Aber de facto sind die Informationsquellen für das Programm Hamburg Digital auf unserer Webseite zu finden, und das Kompetenzzentrum ist unser Partner bei der Umsetzung. Das heißt, wir werden auch, wie wir es jetzt mit diesem Webinar gemacht haben, auch immer das Kompetenzzentrum, Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum einbeziehen in unsere Informationstätigkeiten und dort auch über diese Kanäle, die das Kompetenzzentrum verantwortet, Informationen auch bereitstellen. Mit weiteren Beratern oder so bestehen keine Kooperationen jetzt erstmal abseits der Rollen, die ich in meiner Präsentation genannt habe. Ne? Alles klar, vielen Dank. Ja, die Frage ist jetzt, es gab schon ein paar Prozessdigitalisierungen im Unternehmen und da wurden zum Beispiel Lizenzverträge und längerfristige Verbindlichkeiten eingegangen. Die Frage ist, ob dafür noch Zuschüsse beantragt werden könnten, beziehungsweise für eine Verlängerung eben solcher Lizenzverträge, ja, da noch Förderung aus dem Programm Hamburg Digital genutzt werden könnte.
Miriam, oder? Also ja, ich war nicht so schnell mit dem Mikro. Das sehe ich hier tatsächlich nicht. Die Antragstellung muss immer erfolgen, bevor irgendein Auftrag vergeben wird. Und grundsätzlich sind zwar Lizenzfinanzierung bzw. Bezuschussung möglich, aber eine reine Verlängerung eines bereits laufenden Lizenzvertrages wäre hier auch nicht förderfähig. Alles klar, vielen Dank. Nächste Frage. Lässt sich Hamburg Digital mit Digital Jetzt als auch mit Go Digital kombinieren? Also Go Digital ist klar, haben wir ja gesagt, ist dann möglich, wenn sozusagen die Beratungsleistung über Go Digital gefördert wird, dann ist es immer noch möglich, sozusagen Hamburg Digital Invest zu nutzen. Jetzt aber die Frage, lässt sich das mit Digital Jetzt kombinieren? Also ich weiß nicht, inwiefern kreativ für ein und dasselbe Projekt erscheint mir das schwierig. Genau, also ich hatte das ja auch oft in der Präsentation an einer Stelle, dass wir grundsätzlich keine Kombination mit anderen Zuschüssen für den Zuschussteil vorsehen. Das heißt, eine Kumulation ist nicht möglich. Aus meiner Sicht ist das aber auch von Digital Jetzt ausgeschlossen. Also von Seiten Digital Jetzt ist es auch nicht möglich, andere Zuschüsse noch für das Projekt dann auch noch aufzuwenden. Wie ich gesagt habe, ist es möglich, auch noch geförderte Darlehen für den Eigenanteil zu nutzen. Aber Hamburg Digital muss der einzige Zuschuss in diesem Projekt, in der Finanzierung dieses Projektes sein. Das ist tatsächlich eine Voraussetzung, ja. Alles klar, vielen Dank. Aber eine ganz kurze Nummer, also wenn man ein größeres Projekt hat und sagt, ich kann das gut aufteilen in ein Vorprojekt, sage ich mal, das etwas kleiner ausfällt, wo ich jetzt die Hamburger Bezuschussung beantrage, das auch so darzustellen ist, dass es für sich eine gewisse Abgeschlossenheit hat, dann ist es durchaus möglich, erst den Hamburg Digital zu nutzen und dann für eine zweite Stufe Digital Jetzt. Das hatten wir uns in der Planung des Programms eigentlich auch genauso vorgestellt. Deswegen haben wir auch die Höchstsumme so gewählt, dass es praktisch sich nicht überlappt, sondern dass es möglich ist, erst ein kleineres Projekt zu machen, um dann nachher ein größeres Projekt zu beantragen über Digital Jetzt. Das ist durchaus so auch denkbar. Ja, vielen Dank für die Ergänzung Ihrer Antwort. Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu hören. Jedenfalls muss natürlich auch das über Hamburg Digital finanzierte Projekt irgendeine Art von, sag ich mal, greifbarem Zwischenziel verwirklichen, damit wir das sozusagen freigeben können. Ne? Genau, die Frage, muss die Firmenzentrale in Hamburg sein oder kann es auch eine Niederlassung sein, die in Hamburg sitzt und die Förderung benötigt? Ich glaube, klare, kurze Antwort. Ja, es kann auch eine Niederlassung in Hamburg sein. Das örtlich-regionale ist dabei das Entscheidende. Nächste Frage, bitte. Ach ja, okay, scrollen. Könnten Ärzte, Human- und Tiermedizin sind ja freie Berufe, sowie Apotheken könnten die auch gefördert werden. Ja, Sie haben ja eben schon gesagt, das sind freie Berufe, Angehörige freier Berufe, selbstverständlich kann der Kreis auch gefördert werden. Ja. Danke. Nächste Frage bitte. Na, jetzt. Okay, also die Qualifizierung der Beratungsunternehmen über Go Digital für das Modul 1, das sei sehr unglücklich, zumal weil auch die Antragstellung hierfür erst kürzlich wieder freigeschaltet wurde und beispielsweise eine Zusammenarbeit mit Fach- und Hochschulen, Forschungseinrichtungen und so weiter vorausgesetzt wird. Das schließt viele eigentlich qualifizierte Dienstleister aus. Ist hier zukünftig mit einer Änderung zu rechnen oder sind Ausnahmen möglich? Also wir haben uns auf das Go Digital, die Go Digital Liste jetzt verständigt mit der Behörde, vor allem, weil wir eben keine zusätzliche Zertifizierung, keinen Prozess jetzt noch für die Zulassung von Beratern hier mit reinnehmen wollten in den Programmstart. Wir werden auf jeden Fall mit der Behörde im Austausch bleiben, werden auch gucken, wie sich das Antrags
das Antragsvolumen in dem Modul 1 entwickelt. Wir sehen auch, dass das ein Flaschenhals sein kann mit diesen Go-Digital-Zertifizierungen. Das war, ist halt ein breiter, sage ich mal, schon etablierter Qualitätsstandard. Da ist durchaus möglich, dass sich da noch was tut, aber wir können das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös in irgendeiner Form eine Aussage dazu treffen. Ich will nur sagen, es ist uns bewusst, dass es auch weitere fähige Berater gibt, die nicht diese Zertifizierung haben und auch nicht anstreben, beziehungsweise aufgrund des Stopps jetzt auch nicht in der Lage waren, sich zu zertifizieren. Das Programm läuft jetzt für ein Jahr und wir werden durchaus fortlaufend darauf gucken, ob man an der Stelle vielleicht noch etwas verändert und noch einen breiteren Kreis an Beratern zulässt. Allerdings ist uns jetzt erstmal wichtig, dass wir jetzt qualitätsgesichert tatsächlich Berater zulassen und nicht noch selbst uns Kriterien ausdenken müssen, nach denen wir Beratern zulassen. Aber wir werden auch dazu im Austausch mit dem Kompetenzzentrum und der Behörde drauf gucken und dann kann sich da durchaus noch was tun. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Ja. Vielen Dank. Vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung. Würde man einen eigenen Qualifizierungs- oder Zertifizierungsstandard irgendwie aufbauen wollen oder eine Maßnahme da auflegen wollen, dann würde das natürlich auch zusätzlichen Aufwand und Mittel nochmal benötigen, die dann auch den Unternehmen sozusagen im Programm fehlen. Also, weil der Topf ist sozusagen endlich und daraus muss man das Ganze bewirtschaften. Deswegen denken wir, dass das mit den vorhandenen Beratern möglich ist und dann eben das Geld, was man darüber eben auch nicht zusätzlich ausgeben muss, sondern einspart, den Unternehmen zugutekommt. Das ist natürlich eine wichtige Überlegung dabei. Bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen sind häufig Cloud-Dienste interessante Lösungswege. Ausgerechnet diese fallen aber ihrem wirtschaftlichen Charakter nach, Abrechnung ihnen nach Zeit und Verbrauch, ähnlich einer Miete, aus der Förderung heraus. Ist das richtig oder ist das nicht richtig? Langsam schwierig mit ja, ja, nee, also wir haben ja im Vorfeld schon bestimmte Diskussionen geführt und ich erinnere mich daran, dass gerade das Thema Lizenzgebühren und Leasinggebühren tatsächlich eine Frage sind und ich meine mich zu erinnern, muss jetzt Frau Löwendorf, Miriam muss mir da jetzt mich korrigieren, wenn ich etwas Falsches erzähle, dass wir grundsätzlich schon Lizenzgebühren förderfähig sein können, allerdings immer nur in Verbindung mit einem konkreten Digitalisierungsprojekt, was praktisch eine neue Entwicklung für das Unternehmen darstellt. Einfach nur bestehende Cloud-Leistungen einfach zu nutzen für, sage ich mal, eine Regelfunktion im Unternehmen, das können wir nicht fördern. Das hat die Behörde ganz klar gesagt, es muss ein Fortschritt in der Digitalisierung sein, der sich auch in einem bestimmten Maße in der Entwicklung des Unternehmens widerschlägt. Wir werden da auf jeden Fall Situationen haben, wenn dann solche Lizenzgebühren auch auftauchen, dass das auch eine gewisse Abwägung dann sein wird. Also ich würde es jetzt sagen, es ist nicht komplett ausgeschlossen, aber es muss schon im Rahmen eines wirklichen Digitalisierungsprojektes, das einen Digitalisierungsfortschritt darstellt und nicht in einer Ersatzinvestition beziehungsweise einer Regeltätigkeit im Unternehmen, die jetzt auf Cloud umgestellt wird. Also wenn man einfach Office jetzt nutzt, 365 als Cloud-Lösung, ist das für uns kein Digitalisierungsfortschritt, sondern man nutzt weiterhin Microsoft bloß jetzt eben auf einer Cloud-Basis. Ne? Ja, das stimmt so. Alles klar. Also auch da kommt es wieder entscheidend auf die inhaltliche Qualität dann der Maßnahmen an, die man davor hat. Was passiert, wenn ein Antrag nicht innerhalb einer Tranche genehmigt wird? Verfällt der Antrag oder wird er automatisch in die nächste Tranche verschoben? Das kann eigentlich nicht passieren. Also wir haben schon den Ansatz, dass wir nur Anträge annehmen, die dann auch aus der betreffenden Tranche heraus bewilligt werden können. Und da können eigentlich keine Anträge im Überhang bleiben. Also es würde sich dann so darstellen, dass der Antrag nicht abgeschickt werden kann, ne? Genau, ja. Genau, also wenn man einen Antrag praktisch zu spät in einer Tranche stellt, dann kann der nicht abgeschickt werden und dann muss man eben warten, bis das wieder geöffnet wird. Aber es ist nicht so, dass ein angeschickter Antrag, also ein an uns abgeschickter Antrag, dann praktisch nicht mehr berücksichtigt wird. Genau. Okay. Nächste Frage bitte.
die Frage haben wir im Vorfeld auch diskutiert. Sind mehrere Förderanträge für verschiedene Projekte möglich? Von demselben Unternehmen? Jetzt natürlich ergänzend von mir. Es ist genau umgekehrt. Es ist ein Förderantrag für mehrere Projekte möglich. Also wir haben schon gesagt, also dass wir wollten auch aus Gerechtigkeitsgründen, wir haben das auch stark diskutiert und haben uns dann dazu entschieden, dass wir gesagt haben, pro Unternehmen einen Antrag, der kann allerdings mehrere Projekte beinhalten. Okay, kann dann aber eben auch nur einmal die maximalen Fördersummen ausschöpfen, ne, die bei 5.000 für die Beratung und 17.000 fürs Invest liegen. Ja. Genau. Okay. Auf der Positivliste steht Einführung digitaler Vertriebskanäle und dann in Klammern Mobile E-Commerce. Was genau meint das Mobile in diesem Zusammenhang? Also warum ist es ausgerechnet dann Mobile E-Commerce, der da auf der Positivliste zu finden ist? Das ist wohl als Beispiel gedacht. Ich muss sagen, bei der Positivliste, da würde ich auch ins Kompetenzzentrum verweisen, weil die sind unsere Technologiepartner. Und ja. Genau, da müsste man jetzt gucken, was das umfasst. Aber vielleicht Herr Neumüller. Ja. Also Herr Unterberg, Sie haben das aber auch vorhin schon eigentlich sehr gut erklärt. Zu der Positivliste, man muss sagen, das ist erstmal ein erster Aufschlag. Wir haben da auch in den anderen Landesprogrammen gespickt, kann man ja auch so sagen. Ne? Hat man geguckt, was kam da so über die letzten Jahre beziehungsweise Fördermittellaufzeiten dieser Bonusprogramme und was wurde da häufiger beantragt und auch positiv beschieden und gefördert, haben das mit aufgenommen. Das Wichtige dabei ist, die Liste ist ja nicht abschließend. Ne? Das haben Sie ja schon sehr richtig gesagt. E-Commerce-Anwendungen können förderfähig sein, nicht nur, sag ich mal, wenn die mobil zu bedienen sind, sondern auch auf andere Art und Weise. Das ist eben, nur weil es dort so steht und auch erst recht in Klammern, ist es kein Ausschlusskriterium sozusagen für andere E-Commerce-Lösungen. Deswegen würde ich mich, gebe ich nur mal eine Empfehlung, sich davon nicht so irritieren zu lassen an der Stelle. Die nächste Frage. Vorausgesetzt, man nutzt das Modul 1 nicht, zum Beispiel, weil man selbst ein Konzept erstellt hat. A, gibt es bestimmte Templates oder Vorlagen zur Beantragung des Moduls 2 benötigt werden? Herr Unterberg, das haben Sie vorhin dargestellt. Ja, und die werden etwa 2 Wochen vor dem 12.04., also ausreichend früh, vielleicht so 2 Wochen vorher, roundabout, zur Verfügung gestellt. Dann kann man die sich schon mal anschauen und gucken, was da gefordert ist, was man da eintragen muss. Ne? Ja. Und der zweite Teil der Frage, sind diese Zeiten nach verfügbar, haben wir gerade beantwortet. Und B, werden Anträge bevorzugt behandelt, wenn sie unter Nutzung des Moduls 1 erstellt worden sind? Ehrlich gesagt war sowas in der Diskussion, dass wir gucken, dass bestimmte Budgets, sage ich mal, vorbehalten werden für Anträge aus dem Modul 1. Würden wir gerne so machen, ehrlich gesagt, weil wir das, wie gesagt, als Regelförderung sehen, wird sich aber schwer einhalten lassen. Also es ist, ich würde sagen, wenn man jetzt frühzeitig seinen Modul 1-Check macht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man auch in Modul 2 dann zum Zuge kommt. Wir können hier aber keine, da die separat beantragbar sind, können wir hier keine Automatismus, sage ich mal, in Aussicht stellen. Tatsache ist, dass wenn man aus dem Modul 1 sein Realisierungskonzept einreicht, man nicht mehr diese fachliche Stellungnahme braucht. Das ist ein Schritt weniger. Wir denken, dass das schon mal ein Vorteil. Und auch, man muss sich praktisch dann nicht in die Schlange derer einstellen, die eine fachliche Stellungnahme vom Kompetenzzentrum benötigen, weil das wird auch noch, ne, das ist für diejenigen, die keine Beratungsförderung vorher gehabt haben, die müssen ja einmal übers Kompetenzzentrum mit ihrer Vorhabensbeschreibung, den Schritt hat man dann nicht. Also es spricht schon viel dafür, das so zu machen, und wir haben halt versucht, auch durch die Tranchen auch, dass man da keinen zeitlichen Nachteil hat, wenn man jetzt erstmal ein Beratungsprojekt macht. Ne? Also von daher, ich kann jetzt nicht sagen, also es ist kein, wir können, dürfen auch gar nicht
bevorteilen, weil wir ja das offen gelassen haben, dass das auch separat beantragt werden kann. Aber es spricht schon einiges dafür, wenn man noch kein Konzept hat, das dann auch über das Modul 1S zu machen. Und zur Forumsbeschreibung noch mal kurz. Also ich habe da ja die Inhalte dargestellt. Wir haben ein entsprechendes PDF, das ist so gut wie fertig, das wir auch gerne gezeigt hätten. Das ist leider noch nicht komplett abgenommen, auch mit der Behörde und so weiter, müssen wir da immer noch alles abstimmen. Wir werden das aber wirklich sehr zeitnah dann auch zur Verfügung stellen. Und das ist ein, ich kann sagen, das sind, ich glaube, 3 Seiten für die Vorhabensbeschreibung mit entsprechenden Freitextfeldern. Also es ist kein Riesendokument. Ist darauf ausgerichtet, dass es möglichst schlank befüllt werden kann, aber dass ausreichende Informationen abgegeben werden, die dann auch es dem Kompetenzzentrum und dem Berater erlauben, tatsächlich diese Prüfpunkte auch einmal durchzugehen, also die ich da kurz vorgestellt habe. Und es entsteht auch ein enger Austausch mit dem Kompetenzzentrum und wir wollen da einfach sicherstellen, dass das gut zu bedienen ist für die Fördernehmer, aber eben uns auch ausreichend Informationen gibt, um praktisch so eine Stellungnahme dann auch gehaltvoll abgeben zu können. Genau, und die Freitextfelder, die dort enthalten sind, die sind auch mit einer gewissen Zeichenbeschränkung versehen, ne? So dass man sich auch wirklich konzentrieren muss auf die wesentlichen Inhalte. Und das soll aber auch, und das hat einen guten Grund, dass man da nicht episch abliefern muss und soll, um eben auch die Prüfzeiten möglichst schnell und zügig durchführen zu können und das hier einlösen zu können, was wir Ihnen versprechen. So, was genau umfasst die Einführung von Mensch-Maschine-Interaktionen im Bereich Virtual Reality? Zählen dort auch 360-Grad-Rundgänge innerhalb eines Unternehmens dazu, die man dazu nutzt, um das eigene Unternehmen virtuell begegnbar zu machen oder die eigenen Produkte in Form eines virtuellen Messestandes, Showrooms, zu präsentieren? Was soll man dazu sagen? Also, wenn das entsprechend sage ich mal, mit dem Nutzen hinterlegt ist. Also warum will ich mein Unternehmen virtuell begehbar machen? Weshalb? Damit ich irgendwie keine Besucher empfangen muss? Oder wozu ist das gedacht? Ja, im Sinne des Geschäfts, des Geschäftsmodells, dann sind das durchaus grundsätzlich, sage ich mal, wahrscheinlich förderfähige Ansätze, ja, ohne hier irgendwas pauschal vorwegnehmen zu können. Ne? Genau, würde ich auch so sehen. Und das Beispiel, was wir auf den Folien haben, das waren, wie gesagt, nur Ausschnitte aus dieser Positivliste, ist nicht abschließend. Und was da beschrieben wurde mit dem 360-Grad-Darstellung im Unternehmen, wenn das sinnvoll in ein Vorhaben integriert ist, kann es natürlich förderfähig sein. Wie gesagt, das hat auch sozusagen den Hintergrund, diese Positivliste von der Richtlinie zu trennen, die jetzt schon online ist, das kann man auch ruhig mal sagen, dass man die dann schlanker und agiler, sage ich jetzt mal, auch erweitern kann. Ne? Weil Richtlinie ist ein rechtlich Inhalt, also ein rechtlich qualifiziertes Dokument, ne? Wenn Sie das ändern wollen, dann hat das immer einen anderen Prozess zur Folge, als wenn Sie die Liste separat haben und dann können Sie da viel, viel flexibler mit arbeiten. Deswegen ist die auch entkoppelt sozusagen. Das hat seinen guten Grund und soll nicht eben zur Schikane beitragen, sodass Sie das woanders nachlesen müssen oder so, sondern das hat eigentlich nur einen positiven Wert an der Stelle. Genau, also die Positivliste soll halt vor allen Dingen Orientierung geben, um einfach, dass es öfter vorkommt, wenn man sagt, ich suche mein Vorhaben, oh, ich finde es auf der Positivliste, dann muss ich mich nicht nochmal mit einer Negativliste und Ausschlüssen befassen, sondern kann ich sagen, gut, ich bin ja, ich finde es da wieder, also kann ich auf der Grundlage schon mal meine Vorhabensbeschreibung formulieren etc. Also das ist einfach eine Hilfestellung, um schneller ein Gefühl dafür zu kriegen, ist das förderfähig. Es entbindet einen nicht davon, einmal auf die Negativliste zu gucken und sagen, ist das vielleicht grundsätzlich ausgeschlossen in der Art, wie ich mein Vorhaben jetzt, was für ein Vorhaben ich hier an den Start bringen will. Und das ist tatsächlich, deswegen ist die Negativliste ist auch Teil, wie gesagt, von Herrn Neumüller gesagt, Teil der Förderrichtlinie. Das ist immer eng mit der Behörde abgestimmt. Da müssen wir auch immer wieder zur Behörde laufen und sagen, können wir hier was abändern? Und wie gesagt, das ist wesentlich aufwendiger und da können wir mit der Positivliste wesentlich freier agieren.
Ja, jetzt gibt es dann noch wieder so eine eher fachlich-inhaltliche Frage. Wo läuft die Trennlinie zwischen einer Plattform, Klammer in Klammer Positivliste, und einer Website in Klammer Negativliste? Das ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Plattformen können natürlich auch im Zugriff, sag ich mal, über Webseiten zur Verfügung gestellt werden. Ne? Also es sind dann Kanäle, aber eine Plattform, das ist halt nicht einfach zu sagen, dient mehr sozusagen dem digitalen Austausch unterschiedlicher Teilnehmer, digitaler Teilnehmer und aber auch vielleicht eben von Dienstleistungen. Wir haben auch auf unserer, also vielleicht sage ich das am besten nochmal dazu, hier kommen so viele einzelne Fragen. Wir haben auf unserer Website, also die Website vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum, da sehen Sie die Adresse, haben wir jede Menge Erklärungen auch solcher Begrifflichkeiten online eingestellt. Das nennt sich Digital Glossar zum Beispiel, oder wenn es ein bisschen tiefer geht, haben wir auch ein sogenanntes Technologieradar, ne, wo Sie dann eben auch zu bestimmten einzelnen Technologien dann Dinge nachlesen können. Ne. Ich kann Ihnen das nur ans Herz legen. Schauen Sie da mal. Wir haben das versucht, möglichst userfreundlich dort auf die Website zu bringen, dass Sie da möglichst schnell und auch einfach verständlich diese Dinge nachlesen können und sich davon sozusagen ein eigenes Bild machen können. Und dann bin ich sicher, Sie können das auch für sich gut unterscheiden und stellen dann keinen Antrag, in Anführungsstrichen, der da zum Scheitern verurteilt wäre. Sag ich jetzt mal. So, einmal muss ich jetzt mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, wir haben jetzt schon 18.30 Uhr. Wir haben hier im Moment noch, sag ich mal, im Backload 70 Fragen. So, ich glaube, das wird vielleicht ein bisschen viel. Dennoch einmal die Frage an die netten Kollegen von der IFB. Wir hatten es ja eigentlich geplant bis jetzt sozusagen, bis 6:30. Ich weiß nicht, wie sozusagen Ihr Zeitbudget und Ihre Terminlagen für den heutigen Abend noch so aussehen. Die Frage an Sie: Wie lange, in Anführungsstrichen, wollen wir hier noch weitermachen? Noch 5 Minuten oder 10? Also angesichts von 70 Fragen würde ich sagen, werden wir auf jeden Fall nicht schaffen heute. Ja. Und dann ist es vielleicht besser, wir nehmen die Fragen mit und versprechen eine schriftliche Beantwortung. Da können wir vielleicht auch Fragen clustern, die das Gleiche sind. Und wir wollen ja eh unser Fragen- und Antworten-Dokument auf der Webseite, das hatten wir vorher ja auch besprochen, auch nochmal anpassen an die Erfahrung jetzt aus dem Webinar. Und wenn ich jetzt mal zu Frau Löwendorf rüber gucke, ob sie da vehement mit dem Kopf schüttelt oder nicht. Aber ich würde sagen, wir nehmen die Fragen mal mit und versprechen dazu dann auch ein überarbeitetes Fragen- und Antworten-Dokument zum Thema Hamburg Digital. Ich nehme mal an, dass sich der Großteil sich auf dieses Modul 2 bezieht. So ist es ja jetzt auch bei den Fragen gewesen. Da sind wir ja noch nicht live, deswegen da können wir jetzt auch im Vorfeld noch mal ein bisschen Fragen beantworten, auch die dann nicht direkt in Antragstellungen resultieren. Also sollen wir das so machen? Ich gucke mal zu Miriam rüber, dass wir das mitnehmen und wir werden dann über den Kanal Kompetenzzentrum auch eine entsprechende Beantwortung, der schriftliche Beantwortung der Fragen sicherstellen. Gerne, so sollten wir das machen. Wir stellen ja auch eben im Nachgang, ich hatte es eingangs schon mal erwähnt und wiederhole es nochmal für diejenigen, die später dazu kamen. Keine Sorge, wir haben ja manche Fragen auch rausgeschmissen, weil da sowas gefragt wurde, wie gibt es die Unterlagen? Ja, ich habe es am Anfang einmal gesagt, vielleicht kamen manche später dazu. Ja, im Nachgang werden wir sowohl die Präsentation zur Verfügung stellen, als auch eine Aufzeichnung dieser ganzen Veranstaltung. Ja, die ist dann bei uns auf der Website digital abrufbar. Das stellen wir zur Verfügung. Und über selbigen Kanal, in Anführungsstrichen, dann auch die Beantwortung der noch ausstehenden Fragen. Leider werden wir es heute Abend nicht mehr schaffen, sie alle zu beantworten. Ich sehe auch gerade schon, wir sind jetzt schon wieder auf 72 Fragen hoch, auf 73. Das wäre ja leider endlos. Sie haben sicherlich, also hoffentlich nicht mehr Fragen, als wir Antworten haben, aber wir haben einfach leider nicht die Zeit, jetzt auf alle noch einzugehen.
Deswegen an dieser Stelle vielen Dank an die Kollegen der IFB. Danke an die Teilnehmer, an das aufmerksame Mitverfolgen, die vielen Fragen, die nicht nur uns nutzen, besser zu verstehen, was sie bewegt, sondern dann natürlich auch in der Beantwortung für alle dazu beitragen, dass auch andere potenzielle Fördermittelnehmer die Umstände besser verstehen, die Sache besser verstehen. Also auch danke dafür. Sie erweitern unsere Perspektive und wir können dann noch besser sozusagen auf das, die Gesamtheit der Fragen vielleicht eben eingehen, die sich dort den, den Unternehmen stellen. Ja, damit würde ich dann gerne die Veranstaltung für heute für beendet erklären sozusagen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir so eine Veranstaltung nochmal machen werden. Es ist jetzt noch nicht kein konkreter Zeitpunkt geplant, aber wir wollen natürlich auch, dass Sie alle dann von unseren wachsenden Erfahrungen in dem Programm hier dann profitieren können. Wenn wir an der Stelle mal ein bisschen weiter sind, ein bisschen mehr auch in der Interaktion mit Ihnen allen und den anderen potenziellen Antragstellern und dann eben tatsächlichen Antragstellern lernen, ja, gemeinsam dieses Programm möglichst gut anzuwenden, möglichst gewinnbringend für die Unternehmen anzuwenden, weil darauf kommt es uns an. Dann werden wir da sicherlich nochmal drüber berichten, auch in so einer Veranstaltung. Ja, soweit erstmal von mir. Gerne nochmal die Möglichkeit für Sie, Herrn Unterberg, für die Kollegen, sich auch nochmal zu verabschieden von den Teilnehmern. Ja, also von meiner Seite aus vielen Dank für die Gelegenheit, jetzt dieses Webinar so professionell durchzuführen ans Kompetenzzentrum. Vielen Dank. Und wir sind eigentlich, also ich spreche jetzt für mich als Produktentwickler, das ist einfach eine schöne Gelegenheit, praktisch in der Einführung eines Programms so intensiv auch nochmal Fragen abzuholen und auch nochmal gegenzuprüfen, ob so, wie man das Programm gestaltet hat, auch tatsächlich es Bedarfe trifft. Das werden wir natürlich dann auch sehen, wenn die Anträge, die Antragsmöglichkeit fürs Modul 2 auch freigeschaltet ist. Wir hoffen einfach, dass wir da jetzt einen transparenten Weg finden, um möglichst viele der Frageaspekte, auch vielleicht Befürchtungen auszuräumen und auch einfach es tatsächlich zu so einem Prozess zu bringen, der dann auch darin resultiert, dass wir möglichst rasch die Förderungen bewilligen können, die tatsächlich förderfähig sind, weil, wie gesagt, die Erfahrung in anderen Bundesländern zeigt einfach, es ist was zu vermeiden, es ist einfach ein langer Stau an Bewilligungen, die nicht stattfinden, wo Unternehmen nicht wissen, was passiert jetzt. Sie brauchen Planungssicherheit, das wollen wir gewährleisten. Und dafür haben wir uns jetzt auch dafür entschieden, im Vorfeld der Antragsöffnung von Modul 2 auch schon in den Austausch zu gehen. Genau, und vielen Dank für die Möglichkeit, danke für die Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, wollen die Kolleginnen auch noch kurz was sagen? Ja, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank. Und ich würde einfach Sie bitten, vielleicht Ihre Fragen direkt auch an unsere digital@ifbhh.de Seite, Website zu stellen, nicht Website, Internetadresse zu stellen. Und wir werden uns so schnell wie möglich dann mit Ihnen in Verbindung setzen. Ja, genau. Frau Lümmendorf, also die Fragen aus dieser Veranstaltung, die haben wir tatsächlich jetzt alle rauskopiert. Das geht ja so einfach in der digitalen Lösung, die schicken wir Ihnen zu. Aber vielleicht kommen ja noch weitere Fragen auf. Ne? Und dann ist das Angebot von Frau Lümmendorf natürlich Gold wert. Nutzen Sie das. Ja. Ich sage vielleicht auch noch an der Stelle Tschüss und finde auch, dass dieses Hamburger Programm jetzt eine ganz gute Förderlücke sozusagen schließt. Und ich denke, da haben wir jetzt eine ganze Menge an Möglichkeiten, Ihre Digitalisierungsvorhaben zu fördern. Ja, vielen Dank. Also wir hoffen natürlich auch, dass das zur mehr Digitalisierung in Hamburg beiträgt. Und sage ich mal, diese Initialzündung, die ist vielleicht sozusagen die positive Kehrseite dieser ansonsten so
schrecklichen Pandemie, die wir gerade alle durchmachen, brachte ja einen Schub sozusagen zahlreicher Digitalisierungslösungen, die einfach notwendig wurden, damit man noch miteinander in Kontakt bleiben kann auf digitalem Weg. Das hat bei vielen für auch eine neue Perspektive auf diese Dinge gesorgt und auch Unternehmen dazu angeregt, nach weiteren vielleicht neuen Digitalisierungslösungen zu suchen, mit denen man sich vorher noch nicht so auseinandergesetzt hatte, weil man jetzt merkte, es funktioniert und es funktioniert vielleicht vieles besser, als man es vorher gedacht hat. Also lassen Sie uns das gemeinsam nutzen. Es kommen wieder bessere Zeiten. Trotzdem sollten wir eben nicht mit der erhöhten Digitalisierungsgeschwindigkeit nachlassen, ne? Weil das ist ganz wichtig, dass wir dort weiter am Ball bleiben und weiter das Tempo hochhalten. Nochmal abschließend vielen Dank auch sozusagen nochmal an mein Team, meine Kollegen, Herrn Hobbs, Frau Berra für die gute Vorbereitung und Durchführung, Unterstützung bei dieser Veranstaltung. Vielen Dank an die Kollegen von der IFB, dass sie sich die Zeit genommen haben, das so vorbereitet und dargestellt haben. Ja, und dann wünschen wir uns allen sozusagen viel Erfolg mit diesem Programm und dass wir die Versprechen einhalten können, dass alles so schnell immer abarbeiten, durchziehen können und Ihnen da draußen allen sozusagen bei den Anträgen, die hoffentlich alle zum Erfolg führen. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.